In Hünfeld ist mit einer kleinen, aber herzlichen Feier das neu gebaute Flüchtlingsheim eingeweiht worden. Dies bietet Platz für bis zu 90 Personen. Zum Teil sind die Unterkünfte bereits bezogen. Zur Feier geladen hatte Dr. Eberhard Fennel, der Präsident des DRK-Kreisverbandes Hünfeld, der die Einrichtung unterhält. In seiner Grußrede nahm er sich noch einmal die Zeit, den vielen Helfern zu danken, die den Bau innerhalb eines Jahres realisiert haben. Zu Wort kam ebenfalls der ausführende Architekt sowie Frederik Schmidt, erster Kreisbeigeordneter des Landkreises Fulda und Hünfelds Bürgermeister Stefan Schwenk. Dieses Gebäude, das wir heute gemeinsam seiner Bestimmung übergeben, ist sichtbarer Ausdruck, und das ist auch schon zur Sprache gekommen, für ein Stück Verantwortung. Verantwortung, die wir alle bereit sind zu tragen. Auch die Hünfelder Geistlichkeit hielt eine kurze Andacht und segnete den Bau. Was wir aber häufig vergessen, ist, dass Jesus selbst ein Flüchtlingskind gewesen ist. Er musste mit seinen Eltern fliehen nach Ägypten. Seine Eltern flohen vor den Mörderkommandos des König Herodes, der aufgrund seines Machtanspruches alle Kinder unter 2 Jahren umbringen ließ. Jesus also ein Flüchtlingskind. Und das wäre geworden, wenn Ägypten damals dieser Familie das Asyl verweigert hätte. Anstatt einer klassischen Schlüsselübergabe hat sich das Architektenbüro Trapp-Wagner noch etwas Besonderes ausgedacht. Anstelle des Schlüssels stellten sie kurzfristig noch eine Schaukel bereit, mit der die kleinsten der Bewohner sicherlich mehr anfangen können.